2016 verschwindet die damals 13-jährige Lisa auf dem Heimweg von der Schule. Die Eltern, Russlanddeutsche, kleben noch am selben Abend Suchplakate. Und auf Facebook werden diese hundertfach geteilt. Am nächsten Mittag taucht die Tochter wieder auf. Sie bittet Passanten um Hilfe, erzählt, drei Südländer hätten sie verschleppt und in einer Wohnung vergewaltigt. Das Landeskriminalamt ermittelt und wird misstrauisch. Vier verschiedene Versionen erzählt das Mädchen. Schließlich stellt sich heraus, die Geschichte ist erfunden. Lisa traute sich mit einem schlechten Zwischenzeugnis einfach nur nicht nach Hause. Sie hat die Nacht bei einem Bekannten verbracht. Weder Entführung noch Vergewaltigung habe es gegeben, so teilt die Polizei mit. Doch da war die Geschichte schon gar nicht mehr aufzuhalten. Wie ein Schneeball wälzte sie sich durch das soziale Netz und wurde immer größer. Auch russische Medien verbreiteten Falschmeldungen. 13-Jährige 30 Stunden von Migranten vergewaltigt. Oder 13-Jährige vergewaltigt, Politik und Medien schweigen. Der Fall hatte sogar eine Verstimmung zwischen Berlin und Moskau ausgelöst. Der russische Außenminister Lavrov warf den deutschen Ermittlern vor, die Hintergründe der Straftat zu vertuschen. Fünf Männer attackierten die Flüchtlingsunterkunft gegenüber Lisas Schule. Mehr als 10.000 Russlanddeutsche gingen in verschiedenen deutschen Städten auf die Straße und mancherorts kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. Vor dem Kanzleramt in Berlin versammelten sich rund 700 Russlanddeutsche. Sie trugen Transparente mit den Aufschriften »Heute mein Kind, morgen dein Kind«, »Unsere Kinder sind in Gefahr«, »Stoppt Immigrantengewalt«. Die Russlanddeutschen, die als Beispiel der gelungenen Integration galten, erwiesen sich plötzlich als anfällig für fremdenfeindliche Parolen. Das Einzige, was daran überraschte, war, wie wenig man in Deutschland über Russlanddeutsche wusste. Über sie, die Russlanddeutschen, ihre Herkunft und ihre Geschichte werde ich euch heute im Video erzählen. Es ist bis heute nicht genau bekannt, wie viele Russlanddeutsche es gibt. Mal ist von 3 Millionen Menschen die Rede und mal von 6 Millionen. Die letzte Zahl scheint zumindest realistischer. Deutschland hat seit 1987 2,5 Millionen Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion aufgenommen, die meisten davon in den 90er Jahren. Aber diese Zahl ist mit Vorsicht zu betrachten. Denn die in Deutschland geborenen Kinder gehen in die Statistiken des Bundesverwaltungsamtes nicht mehr ein. Die zweite Generation der Russlanddeutschen wird hier nicht erfasst. Im großen Stil in Bewegung gerieten die Russlanddeutschen im Zuge der Reformen in der Sowjetunion nach 1985. Während noch Mitte der 80er Jahre kaum jemand das Land verlassen konnte, ermöglichte die Liberalisierung ab 1987 eine wachsende Zahl von Ausreisen. Es entstand eine Art Schneeballeffekt. Emigrierte Russlanddeutsche zogen ihre Familienmitglieder nach und ganze Dörfer siedelten nach Deutschland um. Dabei half ihnen die liberale Aufnahmepraxis der Bundesrepublik, die sie aufgrund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit als Aussiedler, ab 1993 Spätaussiedler, einreisen ließ und ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft verlieh. Die Zahlen wuchsen so rasant, dass die Bundesrepublik, die bis dahin das fehlende Recht auf Ausreise der Deutschen in der Sowjetunion beklagt hatte, ihrerseits die Aufnahmeregeln verschärfte. Ab 1990 durften Aussiedlungsanträge nur noch aus dem Herkunftsland gestellt werden und Menschen mussten zum Teil jahrelang auf ihren Aufnahmebescheid warten. Ab 1993 durften nur noch maximal 220.000 Spätaussiedler pro Jahr nach Deutschland einreisen. Ab 1996 wurde das Bestehen eines Sprachtests Aufnahmebedingung. Und das war für viele Russlanddeutsche schwierig, da ihre Kenntnisse des Deutschen immer schlechter wurden. Seit 2005 werden auch Kinder und Ehegatten von Zuwanderern einem Sprachtest unterzogen. Durch diese Regelungen reduzierte sich die Zahl der Spätaussiedler und nur noch etwa 10.000 von ihnen schafft es mittlerweile, jährlich nach Deutschland auszureisen. In Russland leben nach der letzten Volkszählung 400.000 Menschen, die sich als Deutsche identifizieren. Und in Kasachstan etwa 180.000. Auch in der Ukraine und Kirgisistan gibt es kleinere deutsche Gemeinden. Und übrigens, es gibt auch eine Abwanderung der Russlanddeutschen aus Deutschland. Etwa 3.000 pro Jahr zieht es wieder weiter, zum Teil zurück in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion und zum Teil weiter an die Sehnsuchtsorte in Übersee, die besonders für religiöse Russlanddeutsche wieder attraktiv geworden sind. So zum Beispiel zieht es die Mennoniten und Pfingstler nach Nord- und Südamerika, besonders nach Kanada, aber auch nach Bolivien.
Die russlanddeutsche Migrationsgeschichte wird also weitergeschrieben. Für den Großteil ist sie aber mit der Ankunft in die Bundesrepublik an ihr Ende gekommen. In Deutschland werden die Spätaussiedler Russlanddeutsche bezeichnet, ohne viel über die Absurdität dieses Begriffs nachzudenken. Denn schließlich sind die meisten von ihnen gar nicht aus Russland, sondern aus Kasachstan migriert. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden die in der Sowjetunion lebenden Deutschen nach ihrer geografischen Lage bezeichnet. Die Wolgadeutschen, Krimdeutsche, Bessarabiendeutsche, Kaukasiendeutsche oder Moskauer Deutsche. Einige von ihnen gründeten selbst in Sibirien und im Fernen Osten Siedlungen. Vielerorts entstanden deutsche Enklaven als autonome Gemeinden mit Namen wie Mannheim, Josefsthal oder Schönfeld. Deren gemeinschaftliches Leben wahrte die Traditionen aus der alten Heimat. Sie hatten eigene Kirchen und Ratsversammlungen, die für die deutsche Ortsgemeinschaft bindend waren. Zu den Deutschen zählten in Russland auch die Österreicher und die deutschsprachigen Schweizer. Früher sogar auch die Niederländer und Dänen. Eine Aufschlüsselung der deutschsprachigen Minderheit galt im russischen Zarenreich und in der Sowjetunion nie als üblich. Vielmehr wurden alle anhand der Sprache als Deutsche eingeordnet. Zur ältesten deutschen Volksgruppe in Russland zählten die Deutschbalten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fühlten sich allerdings die in Kurland und Semgallen, in Livland und im Gouvernement Estland lebenden Deutschen mehr als Kurländer, Livländer und Estländer, also vor allem derjenigen Landschaft verbunden, in der sie lebten. Erst nachdem 1795 auch das Herzogtum Kurland und Semgallen dem russischen Kaiserreich zugefallen waren und Kurländer, Livländer und Estländer nun alle im selben Staat lebten, entwickelten sie ein Bewusstsein der deutschen Zusammengehörigkeit. 1859 schrieb der russische Publizist Alexander Herzen, selbst mit deutschen Wurzeln, nur sehr sarkastisch: Deutsche auf dem Thron, Deutsche in der Nähe des Throns, Deutsche als Generäle, Deutsche als Außenminister, Deutsche als Bäcker, Deutsche als Apotheke, Deutsche überall. Der Journalist Christianis Waldemars fügte 1869 hinzu: Wer regiert Russland? Russen oder Deutsche? Unter Ministern sind 15% Deutsche. Unter den Mitgliedern des Staatsrats 25%. Unter den Senatoren 40%. Unter Generälen 50%. Unter Gouverneuren 60%. Die Zahlen sind eindeutig übertrieben, rief darauf Michael Katkow, der Herausgeber von Moskowski Wiedomosti, und beauftragte sofort seinen Sekretär, die Zahlen zu überprüfen. Das Ergebnis verblüffte ihn. Es gab sogar noch mehr deutschstämmige Senatoren, nämlich 63%. So wie es aussah, herrschten die Deutschen über Russland. Als Nikolaus I., den Eroberer des Kaukasus, Alexei Jermolow, fragte, was für einen Wunsch er übrig hätte, antwortete der General: Majestät, machen Sie mich zu einem Deutschen. 1914 lebten im Russischen Reich 2,5 Millionen Deutsche. Doch kamen all diese Deutschen zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen nach Russland. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begannen sie, die kollektive Identität zu spüren, die ihnen bis jetzt zugeschrieben wird. Schon zu Zeiten der Kiewer Rus kamen Deutsche ins Gebiet des heutigen Russland, da Lübecker Kaufleute um 1200 ein Hansekontor in Nowgorod einrichteten. Diese Städterepublik stand in dieser Zeit für das souveräne Russland, während andere große russische Fürstentümer unter der Herrschaft der Mongolen standen. Der östliche Nachbar, das Großfürstentum Moskau unter dem Zaren Iwan III., unterwarf im 15. Jahrhundert Nowgorod und löste das Hansekontor auf. Iwan III. War der erste in einer ganzen Reihe von Zaren, der ausländische Fachleute anwarb. Und so kamen wiederum Deutsche nach Russland, von denen sich einige im neuen Machtzentrum Moskau niederließen. 1652 erging ein Erlass des Zaren Alexei über die Aussiedlung aller Westeuropäer hinter die Stadtgrenzen von Moskau in die vormalige Ausländervorstadt. Nunmehr bekam dieser Ort den Namen Deutsche Vorstadt, Nemetskaja Slobada. Da Russen alle aus Westeuropa stammenden und des Russischen nicht mächtigen Personen als Niemce von dem Wort Nemoi stumm bezeichnen. Nach der Zählung 1665 gab es in dieser deutschen Vorstadt etwa 1200 Ausländer. 1725 betrug ihre Zahl schon 2500. Aber anteilmäßig
machten sie nur 2% der Gesamtbevölkerung der Stadt aus. Zar Peter I. ließ später die neue Hauptstadt, St. Petersburg, erbauen, von wo nun an die meisten der angeworbenen Fachleute lebten. Unter ihm gelangten viele Deutschbalten, die aus der Zeit des Deutschen Ordens hervorgegangen waren, unter russische Herrschaft. Der Großteil der Russlanddeutschen kam allerdings erst später, als handwerklich-bäuerliche Einwanderer aus Zentraleuropa, in erster Linie aus den deutschen Kleinstaaten, und wurden im 18. und 19. Jahrhundert zur Urbemachung im unteren Wolga- und im Schwarzmeergebiet angesiedelt. Sie landeten in einem Reich, das im Laufe der territorialen Expansion seit dem 15. Jahrhundert sein Staatsgebiet um das über 50-fache vergrößerte und ein Sechstel der Landfläche der Erde umfasste. Die Kolonisierung der eroberten und zum Teil unbewohnten Territorium stellte für den russischen Staat eine Herausforderung dar. Gemäß dem Vorbild anderer europäischer Mächte wie Österreich und Preußen entschloss sich die deutschstämmige Zarin Katharina II., eine Politik der Besiedlung in Angriff zu nehmen. Unbewohnte und dünn besiedelte Gebiete sollten durch zuverlässige neue Untertanen bewirtschaftet werden. Die Anwerbung von ausländischen Kolonisten vollzog sich fast ein Jahrhundert lang, ausgehend vom Einladungsmanifest 1763. Mit dem Manifest, das in mehreren Sprachen übersetzt und in ganz Europa verbreitet wurde, sicherte die Zarin ausländischen Siedlern zahlreiche Rechte zu und versprach vielerlei Vergünstigungen, wie zum Beispiel die Fahrt zum gewählten Wohnort auf Staatskosten, unentgeltliche Zuteilung von Land, freie Steuerjahre, innere Selbstverwaltung, die Befreiung vom Militärdienst und militärischer Einquartierung, Berufs- und Religionsfreiheit, das Recht auf Rückwanderung und einiges mehr. Dem Manifest wurde ein Verzeichnis der in Russland freien und zur Besiedlung bequemen Ländereien in mehreren Gouvernements beigelegt. Um die erforderlichen Einwandererzahlen zu erreichen, beauftragte die russische Seite ab 1764 verstärkt private Agenten, die auf eigenes Risiko operierten und für jeden angeworbenen Kolonisten einen Festbetrag erhielten. Alles in allem warben sie fast die Hälfte aller bis 1774 nach Russland ausgewanderten Personen ein. Es zeigte sich rasch, dass das Angebot der deutschstämmigen Zaren vor allem in den deutschen Fürstentümern und freien Reichsstädten auf fruchtbaren Boden fiel. Nicht zuletzt die staatliche Zersplitterung und die schwache Zentralmacht verhinderten eine wirksame Unterbindung der Werbeaktivitäten. Bis 1774, dem Jahr des Anwerbestopps, folgten 30.623 Ausländer den russischen Versprechungen. Die meisten von ihnen stammten aus Westfalen, Hessen, Preußen und Norddeutschland sowie Sachsen. Kleinere Gruppen kamen auch aus der Schweiz, den Niederlanden, Schweden und Dänemark. Von Anfang an haben die zuständigen russischen Behörden die im Einladungsmanifest versprochene freie Ortswahl unterlaufen. Man lenkte die Einwanderer größtenteils in die Gegend um Saratow. Zudem entstanden kleinere Kolonien im Umkreis von St. Petersburg, im Gouvernement Tschernigow, in Livland, im Gebiet Woronesch und unweit von Zaryzin, des gegenwärtigen Wolgograd. Die Anwerbung von ausländischen Kolonisten wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstärkt. Dieses Mal war das Ziel, Gebiete am Schwarzen Meer zu erschließen. Nach den Erfahrungen an der Wolga, man hat zunächst auf die Zahl und weniger auf die landwirtschaftlichen Eignungen der Siedler geachtet, deshalb hatten sie auch große Anfangsschwierigkeiten gehabt, legte die Regierung nun strenge Auswahlkriterien an. Laut dem Erlass des Zaren Alexander I. vom Jahr 1804 sollte eine Einreise in erster Linie erfahrenen und vermögenden Landwirten sowie auf dem Land unentbehrlichen Handwerkern gestattet werden. Die Einwanderer kamen nun größtenteils aus Westpreußen und Württemberg und ferner aus Baden, dem Elsass und der Pfalz. Im Gegensatz zum zusammenhängenden Ansiedlungsgebiet der Deutschen an der Wolga, in einer fast menschenleeren Gegend, kam es jetzt zur Bildung mehrerer Siedlungen, die sich verstreut in der heutigen Südukraine, Moldawien und im Transkaukasus in einer multinationalen Umgebung befanden. In dieser Periode wanderten bis zu 55.000 Westeuropäer, vornehmlich Deutsche, in das Russische Reich ein. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu dem Siedlungswerk im unteren Wolga-Gebiet stellte die Emigration aus religiösen Gründen dar. Das betraf vor allem die Mennoniten aus dem Raum um Danzig und aus Westpreußen, die wegen ihrer religiös-pazifistischen Überzeugungen wirtschaftlich bedrängt wurden und seit 1789
in mehreren Wellen nach Russland auswanderten. Eine andere Gruppe der religiösen Auswanderer bildeten die württembergischen Pietisten. Allein 1817 traten über 5.500 Personen aus Württemberg den beschwerlichen Weg nach Russland an, auf den Schiffen donauabwärts, über Galatz bis nach Ismail und Odessa. Mehr als 1000 Einwanderer starben unterwegs. Ein Teil der Kolonisten blieb im südrussischen Raum, weitere 500 Familien gelang es, in den Transkaukasus durchzukommen. 1819 beendete die Regierung diese Einwerbung. Danach erfolgten nur noch vereinzelt Genehmigungen zu weiteren agrarischen Einwanderungen mit einigen, wenn auch eingeschränkten Privilegien, so etwa 1851 und 1859 für 200 Familien preußischer Mennoniten, die Land im Gebiet von Samara an der Wolga zugewiesen bekamen. Auch nach Abschluss der Besiedlungspolitik zogen zahlreiche Einwanderer ins Land, doch geschah das auf anderer gesetzlicher Grundlage und sie mussten auf eigene Kosten sich einrichten. Das betraf unter anderem die Wolhyniendeutschen. Es handelt sich bei ihnen um deutsche Kolonisten aus dem polnischen Gouvernements des Russischen Reiches. Nach dem polnischen Aufstand 1863-64, angesichts der innenpolitischen Spannungen, zeigten sie erhöhte Wanderungsbereitschaft, vor allem in die russischen Gouvernements Wolhynien, Podolien und Kiew. Ab dem 1890er Jahr ging für einige Russlanddeutsche die Reise noch weiter nach Osten zum asiatischen Teil des Russischen Reiches in Sibirien und Kasachstan. Auch heute haben einige Orte deutsche Namen, obwohl es inzwischen kaum Deutsche in der Gegend mehr gibt. Zum Beispiel das Dorf Rotfront, ehemals Bergtal in Kirgisistan, das von deutschen Mennoniten gegründet wurde. Sie emigrierten ursprünglich im 16. Jahrhundert aus dem heutigen Norden der Niederlande gen Osten. Zunächst gingen viele von ihnen nach Westpreußen. Später zogen sie weiter in die Ukraine und im späten 19. Jahrhundert bis in den Westen Kirgisistans. Im Talastal entstanden Ortschaften mit Namen wie Köppental und Gnadenfeld. Schließlich fanden sie eine neue Heimat im wesentlich fruchtbaren Gebiet östlich der Stadt von Bischkek. Und so entstand 1927 die Siedlung Bergtal. Die ursprünglichen deutschen Namen vieler Siedlungen sind größtenteils verloren gegangen, nicht so aber bei Rotfront bzw. Bergtal. Jetzt komme ich noch einmal und dann nimmermehr. In den Märchen gibt es diese Schattenwesen, die als Geleiter oder Verfolger das Handeln der Hauptfiguren lenken. In Udo Jürgens Lebensroman ist es der Mann mit dem Fagott, der als Person auftaucht und verschwindet. Auf dem spukhaft dämmerigen Bremer Weihnachtsmarkt nahmen 1893 leise russische Klänge den jungen Heinrich Bockelmann in Bann. Ein Fagottspieler, jung wie er, schickte sie in seine Richtung. Man kommt ins Gespräch. Bockelmann hört von Russland, der Heimat des Musikers. Und auf der Stelle beschließt er, dort sein Glück zu machen und ist, Jahre später, Bankier des Zaren. So wie er wanderten in dieser Zeit viele Deutsche nach Russland aus. Deutsche Handwerker, Kaufleute, Unternehmer und Bankiers gewannen ab dem 17. Jahrhundert an Einfluss. Vor dem Ersten Weltkrieg investierten 90 deutsche Firmen und 10 Banken in Russland. Und sie machten damit ein Drittel aller Auslandsinvestitionen aus und trugen zur wirtschaftlichen Entwicklung Russlands bei. Der Beginn des Ersten Weltkriegs brachte für sich eine Zäsur. So erzählte der Journalist Klaus Mehnert, ein Enkel von Julius Heuss, des Gründers der Schokoladenfabrik, die auch heute noch den Namen Roter Oktober hat, weil viele Deutsche ihre alte Staatsbürgerschaft behielten, mussten sie 1914 Russland verlassen. Mehnerts Vater zog auf deutscher Seite in den Krieg. Bei der Musterung hatte er die Bedingung stellen können, nicht gegen seine ehemalige Heimat Russland eingesetzt zu werden. Er fand also in Flandern Verwendung, wo er 1917 fiel. Aber die Familie war stolz darauf, dass er nicht gegen die Russen kämpfen musste. ...1918 entstand in den heutigen russischen Gebieten von Saratow und Wolgograd mit der Arbeitskommune der Wolgadeutschen das erste deutschsprachige Gemeinwesen auf der Grundlage einer sozialistischen Ideologie. Die nach dem Prinzip der ethnoterritorialen Autonomie gegründete Verwaltungskörperschaft mit der Hauptstadt Engels errang 1924 sogar den Status einer autonomen sozialistischen Sowjetrepublik innerhalb Sowjetrusslands mit Deutsch als Amtssprache. Die deutsche Titularnation, die mit 370.000 Menschen mehr als zwei Drittel der Bevölkerung bildete,
besiedelte bis 1941 eine Fläche vergleichbar mit dem heutigen Hessen. Der Überfall des Dritten Reiches auf die Sowjetunion 1941 änderte aber alles. Auf Befehl Stalins wurden innerhalb von 6 Wochen nahezu alle Deutschen deportiert und die Wolgadeutsche Republik liquidiert. Allerdings, wenn man heute von der Deportation der Deutschen spricht, meint man vor allem die Wolgadeutschen, jedoch bildeten sie weniger als die Hälfte der umgesiedelten Deutschen. Der Großteil kam aus anderen Regionen Russlands, aus der Ukraine, dem Kaukasus und sogar aus Zentralasien. Und von dort wurden sie nach Sibirien deportiert. Nach der Deportation wurden alle Männer ab 15 und später auch die Frauen zur Zwangsarbeit verpflichtet. Ein böses Schicksal erwartete auch die Deutschen aus den von der Wehrmacht besetzten Gebieten, die beim Rückzug nach Polen und Deutschland mitgenommen wurden. Nach dem Einmarsch der Sowjetarmee wurden 210.000 von ihnen repatriiert und zusammen mit anderen Deutschen in Sondersiedlungen untergebracht. Der Sammelbegriff Sowjetdeutsche oder Russlanddeutsche wurde endgültig in den Verbannungsorten angenommen, wo deutschsprachige Städte und Landbewohner zusammengeführt wurden. Das Verhältnis mit der lokalen Bevölkerung an Verbannungsorten blieb gut, auch wenn es manchmal zu Missverständnissen kam. Deutsche beschwerten sich über Kasachen und Kirgisen, dass sie sie durch den Lagerdraht mit weißen Steinen bewarfen. Erst später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Lebensmittel handelte, nämlich das Kurut, ein trockenes Sauermilchprodukt der Nomaden. Da der Großteil der Deutschen, nämlich 52%, nach Kasachstan umgesiedelt wurde, kam genau da die Idee der Schaffung einer neuen autonomen deutschen Region. Und diese Autonomie sollte als Ersatz für die aufgelöste Wolgadeutsche Republik dienen. Als Verwaltungszentrum war die Stadt Ermentau, kasachisch Ermentau, vorgesehen. Es wurde eine Autonomieregierung gebildet, an deren Spitze der erste Sekretär des Zeleninograder Gebietsparteikomitees Andrei Braun stand. Alles geschah im Geheimen, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass diese Gebiete für die Kasachen von historischer Bedeutung waren. Das war zum Beispiel der Geburtsort von Bogembai, einem der Anführer des Kampfes gegen die Dschungaren, den mongolischen Erbfeind der Kasachen. 1979 demonstrierten mehr als 5000 kasachische Studenten in Zeleninograd, dem heutigen Astana, mit dem Slogan »Nieder mit den Deutschen« und »Geht dahin, wo ihr herkommt«. Am Ende gaben die Behörden bekannt, dass die Frage der deutschen Autonomie in Kasachstan von der Tagesordnung gestrichen wurde. Später äußerte sich Braun in seinem Buch »Mein Leben« so dazu. »Ich denke, in Kasachstan hätte man nicht damit beginnen sollen, eine Autonomie zu schaffen. Man hätte berücksichtigen müssen, dass das kasachische Volk deshalb gegen die Schaffung einer Autonomie sein würde«, weil Russland, wo es früher eine deutsche Autonomie gab, dagegen ist und warum sollte man dann in Kasachstan zustimmen? Die Reaktion der Kasachen war natürlich und es war damals nichts anderes zu erwarten. Falls wir eine Autonomie auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion irgendwann schaffen sollten, dann nur in der Wolga-Region, wo sie früher war und nirgendwo anders.